Ja, ganz herzlich willkommen zu diesem kleinen Vortrag. Thema heute ist Burnout heilbar? Die Frage kann man mit Ja oder mit Nein beantworten. Das hängt vollkommen davon ab, was Sie unter Heilung verstehen. Sollten Sie unter Heilung verstehen, für den Fall, dass Sie selber Betroffener sind, übrigens wie ich auch, ich habe ganz vergessen, mich vorzustellen, mein Name ist Walter Hofmann, ich bin Facharzt für Psychotherapie, habe vor einigen Jahren eine kleine Klinik gegründet, wo wir fast ausschließlich Burnout-Patienten behandeln. Ich kenne mich also sehr gut aus, sowohl auf der Behandlerseite als auch als Betroffener. Ich habe mich mehrfach selber übernommen in meinem Leben, habe mir zu viel zugemutet und bin über meine Grenzen gegangen. Also, die Frage war, ist Burnout heilbar? Wenn Sie unter Heilung verstehen, dass Sie den eigenen Organismus nach der Therapie genauso schädigen können oder überstrapazieren können wie davor, dann sage ich Ihnen ganz klar nein, definitiv nein. Das können Sie vollkommen vergessen. Also wenn man mit der Einstellung in die Therapie geht, ich möchte ja genau der gleiche sein wie vorher, ich möchte auch die gleichen Fehler machen wie vorher, ich möchte mich zwingen zur gleichen Leistung wie vorher, dann vergessen Sie es lieber. Es macht wirklich keinen Sinn. Wenn Sie unter Heilung verstehen, ich möchte zurückfinden zu einem gesunden Maß, zu einem gesunden Maß an Leistungsfähigkeit, zu einem gesunden Maß, zu einer gesunden Balance an Ausgleich zwischen Leistung und zwischen Erholung. Ich werde mich um meine Ernährung kümmern, ich werde mich um genügend körperliche Bewegung kümmern, ich werde mich um liebevolle soziale Kontakte kümmern, dann ja, dann ist es möglich. Also wenn die Gesundheit die erste Priorität bekommen wird in ihrem Leben, dann ja, dann ist Burnout auf jeden Fall heilbar. Dann werden Sie sogar als entwickelter Mensch aus dieser leidvollen Geschichte hervorgehen. Sie werden wesentlich mehr Verständnis für sich selber und aber auch für ihre Mitmenschen haben. Insofern heilbar, ja. Sie können es vergleichen mit einem Sportler. Vielleicht bei der Leichtathletik, Weitsprung. Ja, jemand hat sich die Sehne, zum Beispiel die Achillessehne, überdehnt oder sogar gerissen. Es liegt vollkommen auf der Hand, diese Sehne, und wenn sie noch so gut zusammengeflickt wird, sie wird nie mehr die gleiche Leistung bringen wie früher. Und dennoch kann dieser Sportler zu einem gesunden Maß an Leistungsfähigkeit zurückfinden, wenn er diese Sehne sinnvoll und gesund, darauf liegt der Akzent, gesund trainieren wird. Und damit sind wir beim nächsten Punkt. Es macht keinen Sinn, sich aufs Sofa zu legen und zu warten, bis die Zeit umgeht. Es macht auch keinen Sinn, in die alten Strategien zurückzufallen. Es geht darum, sich selber ein sinnvolles Training, was genau zwischen Über- und Unterforderung liegt, sich aufzubauen, um so den eigenen Organismus wieder an eine gesunde Leistungsfähigkeit heranzuführen. Denn warum ist es so wichtig, zu sagen, wir bleiben in irgendeiner Form aktiv, wir trainieren uns. Der Mensch hat neben vielen anderen Bedürfnissen das Bedürfnis, aktiv zu sein, das Bedürfnis, etwas zu gestalten, das Bedürfnis, etwas zu bewirken. Die Psychologen sprechen von der sogenannten Selbstwirksamkeit. Und wenn ich jetzt nur Ruhe verordnet bekomme, also der Arzt hat mich krank geschrieben und ich sitze dann zu Hause auf dem Sofa herum oder auf dem Balkon im Liegestuhl, dann wird diesem Bedürfnis, etwas gestalten zu können, keine Rechnung getragen.
Deswegen, und gerade bei den Burnout-Patienten sind in der Regel überdurchschnittlich intelligent, sie sind überdurchschnittlich engagiert, sie sind überdurchschnittlich motiviert. Und deswegen ist es wichtig, dass dieser innere Wunsch oder dieser Impuls oder dieses gesunde Bedürfnis, dass dem Rechnung getragen wird. Ja, gleichzeitig natürlich ist wichtig zu sehen, wo sind die Grenzen, wo wird es pathologisch, wo wird es negativ, wo führt der Weg ins Verderben. Wenn ich Burnout-Patienten befrage nach der Art und Weise, wie sie ihre Aufgaben angehen, in aller Regel höre ich folgende Antreiber, die sie mir dann nennen. Es soll alles gut werden. Ich muss alles richtig machen, ich muss alles jetzt machen und ich muss alles gleichzeitig machen. Wenn Sie sich damit angesprochen fühlen, dann sind Sie auf jeden Fall gefährdet. Dann wird es wichtig sein, im Laufe des Trainings diese Punkte und noch viele andere sinnvoll zu hinterfragen. Zum Beispiel im Leben Prioritäten zu setzen, alles gleichzeitig zu machen, ist eine ständige Überforderung. Das geht eine gewisse Zeit gut, ein paar Wochen oder ein paar Monate, vielleicht sogar ein paar Jahre. Und irgendwann bezahlen wir den Preis dafür. Und wenn Sie selbst Betroffener sind, dann haben Sie bereits den Preis dafür bezahlt. Deswegen schauen Sie sich vermutlich diesen Vortrag hier an. Und von daher ist es wichtig, diese inneren Antreiber sich genau anzuschauen und zu spüren, wo können wir sie bewegen, wo können wir diese Antreiber einladen, sodass sie künftig ein wenig intelligenter mit uns umgehen, sodass die Restleistungsfähigkeit, die wir noch haben, dass wir die nicht zusätzlich aufs Spiel setzen, sondern dass wir damit intelligent umgehen und so letztendlich den Burnout überwinden. Und dazu wünsche ich Ihnen alles Gute, viel Erfolg. Und alles Gute.